Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Beim letzten Mal haben wir euch ja erklärt, wie wir den Mod-Converter optimalerweise benutzen und diesmal soll es darum gehen, wenn wir denn den Mod haben, wie wir aus dem Mod die Terrain-Angleichung bzw. die Kollision entfernen können. Denn für viele Schönbauer ist das natürlich ein Riesenproblem und ich habe mal mit dem Ingo gesprochen und der sagt, das ist gar nicht so schwer. Und das will er uns heute zeigen. Und deswegen gehen wir erstmal wieder zum Ingo und sehen uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder beim Ingo angekommen und der möchte uns heute zeigen, wie wir eine Kollision aus einem Objekt, aus einem Mod rausbekommen. Hallo Ingo. Ja, hallo. Wir haben hier schon mal clevererweise ein Spiel gestartet. Wir haben auch schon mal wieder einen Mod runtergeladen. Ja, und super. Zwar haben wir uns hier diesen Mod Wunder aus den Spielen. Da gab es ja aus den Spielen hier diese... Naja, Wunder halt. Weltwunder, also Parlament oder etc. Ja. Man haben hier noch Eiffel Tower, könnte ja für irgendjemanden interessant sein. Genau. Egal. Ein paar Sachen bei. Und wie man aber hier schön erkennen kann, wie zum Beispiel bei dem oder wie die Eiffel Tower, wir haben hier eine Kollision. Also das heißt, man sieht ja hier, wird rot, wenn man irgendwo bauen will. Oder wir können es ja mal bauen. Wir können also nicht ins Beten nochmal da drin verbasteln, ja. Was ja viele Schönbauer machen würden. Oder was ich auch gerne mache, einen Teil nur davon benutzen und das Ding zum Beispiel in den Boden versenken. Das würde hier auch nicht funktionieren, wie man sieht. Und wir haben außerdem noch so eine unschöne Bodentextur, ja, die ja auch nicht hier. Die kannst du jetzt in dem Fall nicht übermalen, oder? Können wir ja mal versuchen, aber wenn wir jetzt hier irgendwas nehmen, dann passiert hier nichts, ne? Okay. Also. Ja, und du kannst uns jetzt aber erklären, wie wir quasi die drei Sachen aus dieser Mod entfernen können. Ja, und ganz wichtig, ich bin kein Mod-Ersteller oder ich habe keine Programmierkenntnisse, bin ein ganz normaler Mensch, der eine Transportwehr spielt, wie du. Okay, oh. Ja. Und aber sowas nervt halt so ein bisschen, ja. Und dann habe ich mich da doch ein bisschen herangesetzt und mal versucht, diese Datei zu finden, die das macht und dass man da ein bisschen was umschreiben kann, ist kein Hexenwerk, ist einfach zu erklären. Dann zeig uns doch mal einfach, was wir da jetzt machen müssen, genau. Also, ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, dass wir in Mods irgendwie rumschrauben oder rumschreiben, die wir jetzt bei Steam runtergeladen haben. Das führt natürlich dazu, Steam datet ja auch die Mods wieder ab irgendwann. Also wenn dann wäre das ja quasi hinfällig. Hinfällig, was ihr macht, ja. Und das ist natürlich nicht so sinnvoll. Das heißt, wir machen das nur bei Mods, die wir irgendwo runtergeladen haben. Oder wir müssen sie halt, aber das ist ein anderes Thema, aus dem Steam-Ordner rauskopieren, umbenennen und separieren. Ist auch nicht schwierig. Gibt es bestimmt andere Leute, die das erklären können. Und irgendwann haben wir hier einen eigenen Mod. Wir haben ja jetzt hier von Melektro die Buildings. Das ist dieser Mod. Das ist ein Transportwehr 2 Mod. Den haben wir irgendwo mal runtergeladen, nicht? Ja. Und um den handelt es sich. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da verändern müssen. Ja. Und vor allen Dingen wo. Ja. Und zwar ist in den Konstruktionsordner im Mod, also wir sind jetzt immer im Mod-Verzeichnis hier, ist hier irgendwo eine CON-Datei. Und in dieser CON-Datei, da ist alles Mögliche gespeichert. Bei mir sieht man schon, ich habe die mit einem ganz normalen Editor geöffnet und habe mir das auch abgespeichert. Das wird immer mit dem Öffner. Das funktioniert so, ja. Also wir brauchen hier nicht mal ein sonderliches Programm dafür, sondern wir nehmen einfach den Editor, der bei Windows ja bei ist, und wir können diese Datei hier öffnen. Jetzt stehen hier ganz viele Hieroglyphen, für die der nicht programmiert drin. Komische Sachen, würde ich jetzt sagen, ja. Genau. Und aber wenn wir ein bisschen gucken, dann kann man schon, auch mit wenig Englischkenntnissen, kann man auch so ja erkennen, um was hier geht. Zum Beispiel ist hier oben Year From, sicherlich das Startjahr. Da haben auch einige ein Problem mit, wobei die viel schön bauen, die haben ja sowieso meinetwegen. Also könnte ich jetzt rein theoretisch schon das Startjahr, du könntest 1950 hinschreiben und schon kann ich den ab 1950 bauen. So sieht aus, ja. Okay, das ist ja schon mal relativ. Wie gesagt, ist vielleicht nicht so interessant für die vielen, so die ja den meistens einen All-Available-Mod eingeschaltet haben oder ähnlich, die dann eh alles haben zu aller Zeit, da ist das eh Wurst. Okay, und wo müssen wir jetzt hin? So, jetzt ist der Mod ist auch in dem Fall ein blöd Beispiel eigentlich gewesen, haben wir uns hier ein schlechtes Beispiel ausgesucht, weil hier natürlich für alle Objekte die Parameter in dieser einen Datei hängen. Ja. Ja, und wenn man hier ein bisschen sucht und findet, dann finden wir so eine Sachen, die vielleicht darauf hindeuten könnten. Nämlich immer da, wo Ground Faces steht. Ja. Das ist praktisch diese Boden. Gesicht um hier übersetzt, ja, also dieser Bodenbereich, der praktisch unten in einem bestimmten Quadrat, das sind hier diese Angaben, gesetzt wird. Okay, also die Textur. Ja, genau.
Okay. Nicht die Textur. Das ist Viereck, was am Boden gesetzt wird. Was die, er absenkt genau, und genau. anhäuft. Okay. Er macht ja nicht immer diese Textur dazu. Die würde aber in der gleichen Zeile interessanterweise auch mit eingetragen werden. Ja? Und zwar, denn wenn zum Beispiel hier so eine bestimmte Keys hinterstehen, ja, wie Gravel, das ist nämlich dieser Grauton, ja, der unten gesetzt wird, ist aber immer in der gleichen Zeile. Ja? Und man wählt ja in dem Menü die verschiedenen Typen aus, die verschiedenen Objekte, also die verschiedenen Häuser, wie den Eiffelturm etc. Und das werden wahrscheinlich genau diese Menge sein, wie wir hier auch Nummern haben. Wahrscheinlich 6 Stück sein, 7 Stück, ja? Wird wahrscheinlich so sein. Ja. Und theoretisch, wenn man jetzt aus dieser, einfach diese Ground Faces, weil ich habe ja gesagt, es ist kein Hexenwerk, man muss einfach mal vielleicht in den Mod drin gucken, der alles das nicht hat, was wir nicht wollen, nämlich keine Kollision, keine Boden. Ja. Und dann wird man mitkriegen, dass es diese Zeile dort einfach gar nicht gibt. Okay. Das heißt, wir müssen hier nicht mal irgendwann umprogrammieren, wir können ganz einfach Folgendes machen, wir löschen die einfach. Ja? Und das machen wir natürlich bei allen Objekten, weil wir wollen das ja bei allen vielleicht raus haben. Okay, also bis dahin scheinbar erstmal nicht so schwierig. Kannst du ja mal kurz machen. So, jetzt haben wir die Sachen da rausgelöscht. Die zweite Geschichte ist natürlich die diese Kollision. Ja? Ja. Und die interessanterweise befindet sich unter diesen Bereich hier unten. Also die ist nicht separat für die Gebäude eingetragen, sondern permanent für alle. Die ist immer, also so habe ich es jedenfalls jetzt erstmal bei den Mods, die ich bis jetzt so ein bisschen umgebaut habe, habe ich es immer so gelesen, dass es immer in diesem Bereich hier steht, der hier unten so ist. Kurz vorm Ende sozusagen. Da steht immer Result Terrain Alignments. Das ist irgendwo, was passiert mit dem Terrain, wenn man aneinander stößt, das würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also irgendwas muss das damit zu tun haben. Okay. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe mir diesen Bereich, den ersetze ich sicherheitshalber, also nicht sicherheitshalber, aber den ersetze ich gegen einen anderen und den ich mir aus einer anderen Mod, der diese Sachen nicht hat, einfach mal rauskopiert habe. Ja, wird mal verglichen, hier kann man es jetzt vielleicht schön sehen. Und das ist aus einem Mod, der keine Kollision hat. Da sind hier keine Daten gesetzt. Ja, das ist hier einfach eine leere Klammer. Vielleicht kann man es auch löschen. Mir war immer sicher, da wenigstens was zu setzen, diesen Punkt. Jetzt sieht man ja, um was das hier geht. Ihr könnt euch den sicherlich aus einem anderen Mod, der keine Kollision hat, einfach mal rauskopieren. Ist immer ganz unten in dieser Kondatei drin. Wir kopieren den Bereich jetzt einfach mal. Und der steht immer hier über diesen Endpunkt sozusagen. Ja, also es geht ja um diesen Bereich. Ja. Die zwei Klammern sind sozusagen die zwei Endklammern. Das heißt, mit aller Richtigkeit würde ich sagen, gucken wir das mal einfach hier so hin. So. Okay. Und das sollte jetzt schon gewesen sein. Das sollte jetzt schon gewesen sein. Wir speichern die einfach. Warte, wir wollten noch den Untergrund, die Untergrundfarbe. Die Untergrund habe ich ja gesagt. Die standen hier in diesen Zeilen ganz am Ende drin als. Die standen mit dazu. Die sind immer in dieser Zeile mit drin, wo auch die Boden. Dann sind wir ja quasi schon fertig. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. So, und da sind wir wieder im Spiel. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert hat, Ingo. So, schauen wir mal. Also, wieder wie ihr habt. Oh, wir waren schon in die Mod. Ja. Wir hatten ja, aber wir wählen mal den Eiffel Tower aus. Ja, den hatten wir vorhin. Aber man sieht ja hier schon. Also man sieht auf jeden Fall schon, also wir können ihn in Wasser positionieren. So. Wir haben auch keine Farbe mehr unten drunter. Wir bauen mal einen und wir können auch eine Mini-Version jetzt bauen, indem wir das ganze Ding in den Boden versinken. Ein Mini-Eiffeltower sozusagen. Oder einfach einen Sendeturm draus frickeln. Das ist was für Schönbauer. Ja, cool. Ja, und Kollisionen haben wir auch nicht. Also wir können, wir können jetzt einfach ineinander stellen und können dann sagen. So. Ja, das ist ja. Textur ist, wie man ja sieht, auch weg. Wir können ja mal mit dem Maltool jetzt hier ein bisschen frickeln, dann sieht man es ja auch. So. Ja, also hat Gott sei Dank funktioniert, ja, siehst du. War nicht so schwierig. Nee, das war jetzt wirklich nicht so schwierig. Das hätte ich mir. Und in dem Fall haben wir das ja so kompliziert vorgestellt. In dem Fall haben wir das ja gleich nicht nur für ein Gebäude gemacht, sondern für alle, die hier drin sind. Nicht? In dem, bei dem Pearl Tower war es ja ähnlich, ja. Man sieht, kann man jetzt hier auch basteln damit. Wie man möchte, ne? Weil das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ja. Okay, ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare runter und ansonsten hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüssi. Tschüss.